Jo Leute, herzlich willkommen jetzt in Berghaupten bei unserem Shopperpoint, bei unserer Zentrale. Und wir haben ja schon ein kurzes Video über den Easy Rider Pro gemacht, aber ich hatte das Bedürfnis nochmal mit vernünftiger Tonqualität, das wurde auch bemängelt, einfach nochmal zwei, drei Sätze zu diesem wirklichen Schmuckstück zu sagen. Der Easy Rider ist mittlerweile sehr bekannt. Es ist ein 50 Kubikroller. Ich wurde aber immer gefragt, Mensch, geht's auch schneller und geht's auch weiter und wann kommt mal eine höhere Klasse? Und ich freue mich jetzt hier in Blau euch mal wirklich den Easy Rider Pro bei uns hier in der Zentrale vorzustellen. Er ist auf dem gleichen Chassis aufgebaut wie der kleine Easy Rider. Was sich geändert hat, ist vorne der Scheinwerferbereich und der Tacho. Wobei der Tacho, der hier drauf ist, auch auf den neuen Easy Ridern bei den 50 Kubik Modellen drauf ist. Dann haben wir hier den geschlossenen Bereich. Da ist natürlich der riesen Akku mit 100 Amperestunden und 72 Volt hinter. Und wir haben nun endlich auch die doppelte Sitzbank. Das Fahrzeug ist für zwei Personen zugelassen. Wir haben es mittlerweile erprobt. Er fährt 100, 110 Stundenkilometer schnell. Und wir kriegen eine Reichweite von 110 bis 120 Kilometern hin. Innerhalb einer Stunde haben wir wieder 30% aufgeladen. Innerhalb von 4 Stunden ist der gesamte Akku mit dem Schnellladegerät aufgeladen und ihr könnt weiterfahren. Was dieses Fahrzeug auszeichnet, und es sind jetzt sehr, sehr viele Leute schon mit Probe gefahren, ist die Balance. Also jeder, der sich draufsetzt, sagt, wow, fährt der sich angenehm, fährt der sich schön. Dadurch, dass der Schwerpunkt ziemlich weit unten ist, ich eine schöne Sitzposition und sehr gut gefederte Sitzposition habe, ist es wie ein, ich sag mal, ganz salopp nach Hause kommen. Man setzt sich drauf und fühlt sich wohl. Dazu kommt, dass die Beschleunigung nicht übertrieben ist, aber ich im Stadtverkehr immer vorne liege. Und was mich unheimlich begeistert ist, dass wir auch neue Instrumente haben. Ich habe jetzt einen Blinker, den ich nach links und rechts drücke, in der Mitte drauf drücke und er ist aus. Ich habe ein besser ablesbares Display. Ich habe einen Rückwärtsgang. Ich habe das Bluetooth-Soundsystem drin. Ich kann jetzt keyless fahren. Ihr kennt ja schon den Knopf mit den beiden Pfeilen. Ich kann jetzt keyless fahren und habe das Licht automatisch an. Also ich muss nicht mehr den Schlüssel in der Tasche haben oder am Fahrzeug haben, um dementsprechend mit Licht zu fahren. Und was ich total toll finde, ist, weil es geht ja auch um Sicherheit. Wir fahren in Geschwindigkeiten auf Bundesstraßen mit LKWs und allem. Ich habe eine CBS-Bremsanlage. Das heißt, ich habe immer eine 70-30er Verhältnis der Bremsen. Wenn ich vorne bremse, bremse ich 70% vorne, 30 hinten. Bremse ich hinten, habe ich 70% hinten, 30 vorne. Unheimlich viel Sicherheit. Ja, und ansonsten muss ich ganz einfach sagen, er ist gelungen. Es ist einfach ein wunderschönes Fahrzeug. Ich habe nach wie vor den Tank als Staufach. Ich kann also jederzeit das Ladegerät, das kleine Ladegerät mitnehmen. Das große passt leider nicht mehr rein. Ich habe im Tank das Bluetooth-Soundsystem verbaut. Und es macht einfach einen riesigen Spaß, mit diesem Fahrzeug durch die Gegend zu cruisen. Wenn er zugelassen ist, habt ihr natürlich auch die Möglichkeit, noch die THG-Prämien abzugreifen. Da kommen ein paar Mark zusammen. Ja, das einfach nochmal als kurzes Hinterher-Video zu unserer Offerte. Wir werden dieses Jahr mit dem Easy Rider Pro durchstarten. Wir werden dann insgesamt 3 Easy Rider Modelle haben. Dazu aber in den weiteren Videos dann noch mehr. Also, euch ein gutes Jahr, einen guten Start. Gutes 2023. Ich freue mich auf euch und eure Resonanz. Ciao, ciao.